Ja, Fragen dazu jetzt an den thüringischen SPD-Innenminister Georg Mayer, live zugeschaltet aus Erfurt. Herr Minister, ich weiß, wenn es nach Ihnen ginge, dann würde dieses Konzert in Magdala sowieso nicht stattfinden, an dem sogar der im NSU-Prozess verurteilte rechtsradikale Unterstützer Ralf Wohlleben teilnehmen will. Das hört man jedenfalls. Das müssten Sie doch als Provokation empfinden. Aber was tun außer ärgern? Naja, ich kann natürlich viel machen. Ich kann trotzdem noch was machen. Ich kann erstmal gucken, dass Polizei, ausreichend Polizei da ist, sag ich mal, um erstmal die Sicherheit zu gewährleisten und darüber hinaus aber auch gegen Rechtsbrüche sofort und konsequent vorzugehen. Wenn also Hitlergrüße gezeigt werden oder indizierte Lieder gespielt werden, holen wir die von der Bühne runter und nehmen die sofort fest. Aber das ist natürlich nur die Repression, die da eine Rolle spielt. Ich hätte es gerne verhindert. Ja, dieses Erstarken der rechtsextremen Szene, ist das auch die Folge dessen, dass man jahrelang oder dass die Behörden im Osten Deutschlands gerade jahrelang diese Gefahr von rechts entweder unterschätzt oder aus welchen Gründen auch immer ignoriert hatten? Ja, da ist schon was dran. Also da ist eine Szene gewachsen über die letzten 10 Jahre, würde ich sagen. Und erst in den letzten 1, 2 Jahren gehen die Behörden richtig konsequent auch dagegen vor. Und ich habe diesen Druck noch weiter verstärkt. Leider ist es mir heute nicht gelungen. Die Gerichte haben anders entschieden. Ich bin einerseits enttäuscht, aber ich kann die Entscheidung auch nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Inzwischen ist es ja ziemlich klar, und Sie deuten das ja auch an, im Zusammenhang beispielsweise mit NSU. Der war ja keine 3-Personen-Truppe, sondern offenbar hatte der ja Unterstützer, wenn nicht gar sogar ein Netzwerk. Und die jüngsten Verhaftungen mutmaßlicher Rechtsterroristen in Celle, diese Revolution Chemnitz, sie zeigt ja auch, da braut sich nicht nur was zusammen, da organisiert sich auch was. Sind Ihre Sicherheitsbehörden darauf vorbereitet? Hat man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt? Ja, ich glaube, wir sind deutlich besser vorbereitet. Man hat das ja auch gesehen, diese sogenannte Revolution Chemnitz, da ist die Bundesanwaltschaft sofort eingeschritten. Auch wir in Thüringen beobachten das sehr intensiv. Und wir setzen alle Mittel ein, um auch Strukturen herauszufinden. Ich möchte verhindern, dass über solche Konzerte Geld verdient wird, was wieder in das Wachstum der Strukturen gesetzt wird. Aber wie gesagt, das muss man auch von Seiten der Gerichte, wurden wir in die Schranken gewiesen. Und wir müssen jetzt schauen, dass auch gesellschaftlicher Protest noch mal deutlich wird. Aber die Sicherheitsbehörden hier in Thüringen sind alarmiert und gehen dagegen vor. Apropos Gesellschaft und Proteste, was halten Sie persönlich eigentlich für bedrohlicher? Die Gefahr durch diesen Rechtsterrorismus oder die Gefahr, die dadurch entsteht, dass es einen Schulterschluss ergibt zwischen Bürgerlichen und Rechtsradikalen, siehe Chemnitz. Und das hat ja auch Ihr Verfassungsschutzpräsident in Thüringen die Tage so beschrieben. Ja, das ist beides gefährlich, ja. Also Sie merken das ja auch, sag ich mal, in der Gesellschaft. Das Gift ist schon eingesickert, wenn jetzt Leute sagen, ach, lass sie doch machen, das ist mir egal. Das ist genau das, was ich meine. Das ist auf der gesellschaftlichen Seite, wo wir viel stärker noch mal deutlich machen müssen, von allen gesellschaftlichen Gruppen, Kirchen, Gewerkschaften, Parteien und so weiter, dass das nicht sein kann, dass wir das nicht akzeptieren. Und andererseits natürlich die AfD, die sich jetzt immer stärker mit Rechtsradikalen zusammenschließt, gemeinsame Demonstrationen macht, die sind im Aufwind, die haben so eine Art Aufbruchsstimmung und da müssen wir vehement dagegen, mit allen Mitteln dagegen vorgehen. Und das passiert auch. Ich werde das weiter forcieren, auch wenn es heute vielleicht noch nicht gelingt, dieses Konzert zu verhindern für die Zukunft. Ich bleibe dran. Sagt der thüringische SPD-Innenminister Georg Mayer. Vielen Dank nach Erfurt. Vielen Dank.